Hallo zusammen, mein Name ist Gilda und unterrichte an der F&O Academy of Languages in Heidelberg. Heute sitze ich praktisch wie eine Schülerin in einer von unseren Räumen hier an der Hauptstraße. Und wie ihr seht, es gibt auch sehr viel Technologie um mich herum. Hier kann man Hausaufgaben machen, es gibt ja viele Bücher für die Schüler und es ist auch möglich, den Hybridunterricht hier zu bekommen. Also, mein letztes Video war schon lange her und wenn ich mich nicht täusche, eigentlich vor 3 Monaten. So, ich dachte, es ist jetzt Zeit für ein neues Video. Mittlerweile ist es schon Herbst in der wunderschönen Heidelberg, meine Lieblingsjahreszeit. Die Farben, die Stimmung, das Licht, einfach wunderbar und romantisch. Also, das nächste Video, beziehungsweise das Thema des Videos ist, ach so, es handelt sich um einen Ausdruck, den wir auf Deutsch oft benutzen und dieser Ausdruck hat grundsätzlich 2 Bedeutungen. Bevor wir das besprechen, schauen wir uns das Video an. Viel Spaß und bis gleich! Hallo? Hallo, ja? Ich habe eine Frage. Ja? Was bedeutet das? Also, erlauben bedeutet hier lassen. Aber ich verstehe das nicht. Also, es bedeutet, die Kinder dürfen ins Kino gehen. Ach so, danke schön. Genau, bitte sehr. Warum ist das so? Ach so. Also, ach so. Die erste Bedeutung von diesem Ausdruck ist, wie wir in der Szene gesehen haben, jemand erklärt uns etwas. Wir haben Schwierigkeiten am Anfang, die Bedeutung zu verstehen und plötzlich klappt es. Dann sagen wir, ach so. Die zweite Bedeutung, ich sitze vielleicht so wie hier und mache mir Gedanken, ich überlege mir. Vielleicht ist das sogar ein Grammatikthema, etwas, was ich nicht verstanden habe. So tief in meinen Gedanken versunken, plötzlich verstehe ich etwas. Und dann sage ich zu mir, laut, manchmal nicht so laut, ach so. Jetzt schauen wir uns, wie der Ausdruck ach so im Alltag von unterschiedlichen Muttersprachlern betont und ausgesprochen wird. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Also, gibt es vielleicht ähnliche Ausdrücke in eurer Muttersprache oder habt ihr Fragen? Wenn ja, schreibt mir. Ich freue mich sehr auf euch. Und sehr wichtig, falls ihr automatisch Bescheid bekommen wollt, wenn wir neue Videos veröffentlichen, abonniert den Kanal. Noch ganz wichtig. Corona-Zeiten, leider. Bleibt gesund und munter. Und falls ihr Deutsch lernen wollt, haben wir an der F&O sehr viele Online-Kurse, die auf euch warten. Sehr kompetente Lehrer, neue Technologie. Also besucht unsere Webseite. Und bis bald. Tschüss.